Und damit herzlich willkommen zurück zu... Hello! Tally's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Ja, dieses Gespräch hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Ich habe gerade versehentlich eine Aufnahme gestartet, das ich nicht wollte. Aber wir fahren jetzt dahin und machen den Scheiß. Und ich habe jetzt zum Glück nicht gespeichert. Was ist das für ein hässliches Auto? Habe ich das letzte Mal geklaut irgendwo? Damit erstmal willkommen zurück zu GTA 5. Es kam ja längere Zeit kein Part. Es hatte Gründe, die waren sehr wichtig. Punkt. Wir fahren jetzt dahin, machen das kurz und ich muss heute ein paar mehr Parts aufnehmen, denn sonst kommt wieder lange nichts. Ich glaube, anderthalb Wochen kam nichts. Das tut mir sehr leid. Freddy, es tut mir sehr leid, dich enttäuscht zu haben. Die scheiß Waschmaschine mich verarschen? Ja. Ich hatte ein bisschen was um die Ohren, hatte dann noch irgendwie keinen Bock aufzunehmen. Und jetzt komme ich dazu. Also es ist für mich Montag, ihr seht diesen Part Dienst. Das Spiel ist, oh Gott, das Spiel hatte gerade einen richtig krassen Hänger. Ich werde gleich auch noch ein bisschen das andere Spiel aufnehmen, von dem mir gerade der Name entfallen ist. Da oben hängt eine blinkende Kuh, ich glaube, die sollte nicht blinken eigentlich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Stalker werde ich gleich ein bisschen aufnehmen. Aber ich denke jetzt erstmal so 5 Parts GDR und dann vielleicht noch ein paar Parts Stalker. Stalker ist ja ein bisschen länger. Aber wir sind gleich schon da. Und mir fällt zum ersten Mal auf, dass man so Windgeräusche hat. Wahrscheinlich, weil ich gerade ein Cabrio fahre. Und suddenly wird das eine Dreckstraße. No shit, Sherlock, das war eine Drehung. So, und wir sind da, wo wir hin wollten. Da kommt erstmal so einer von. Die Mission wurde unterbrochen. Komm später zurück, um sie zu starten. Willst du mich verarschen? Warum? Hä? Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Bastard. Jetzt ist sie wieder da. Komisch. Mexikaner, ey. Illegale Einwanderer, sage ich dir. Oh shit. So, und warum konnten wir die jetzt eben nicht anfangen? Habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht wegen der Mexikaner. Hallo, Ibims, Trevor. Den Nibber und das Weißbrot stehen da schon. What's going on, ladies? Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael, business. All right. I'm the CEO of a big international corporation. It's very time consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. Oh. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us. Please, fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Can y'all knock that shit off? Oh, look! Boys, your boys, it's the feds. Hey! Where's the other three? Schießen? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Fotz, ich hoffe, wir können ihn erschießen. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. Du meinst wie dir? Job, sir. Hey, you want this job done?
Then come with us, huh? Come on! Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant! Let's go save America! Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in International Affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit! Yeah, which they plan in their mind-blown insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So let me get this straight then. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. Kasse die Fotzen, ey. What size flipper you wear? Gott. Wenn wir jetzt schon die Liste hätten, die wären sofort auf der Liste. Ich sag's euch. Liste erkläre ich euch später. In Stalken. Agent Norton. Been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Natürlich fahre ich. Follow the coast to the south. It's not far. Wer soll auch sonst fahren, ne? Fahr die Küste runter. Ich denke, wir sollen den Bojen folgen. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Oh, shit. Social responsibilities, a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy you deserve. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Discharge tunnel, also. Jetzt haben wir wirklich Flippers an. Ich glaube, vorher hatten wir nämlich keine an. Kann ich nicht einfach weiterfahren? Mit Flippers, also mit Schwimmflossen, kann man übrigens echt beschissen Boot fahren. Kleiner Fun Fact. Das geht wirklich nicht gut. Gott. Richtig ungewohnt, hier wieder zu schwimmen, wenn man es in PUBG jetzt erstmal gewohnt ist. Gott, wieso können wir nicht weiter ranfahren, ey? Wir hatten noch ein schwarzes Boot. Townley, you've got the cutter. When we get there, go to work punching through. Roger that. Na klar. Ich hab den Schnellbrenner auf dem Boot vergessen. Tut mir leid, Jungs. Natürlich haben wir den Schnellbrenner. Okay. Using the Oxy Hydro Cutter on the grill. On the grill. That's burning at over 3,500 degrees. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next vault I hit? You've got a limited supply of gas in the cutter, so get this right. Es reicht einfach locker easy. Hallo. So, you got any more little facts for me from the instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Ha, I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Da bleibe ich sie erstmal durch. Gott, Alter. Die Steuerung ist echt beschissen übrigens. That should do it. Ein kleiner Funfact, das würde viel schneller abkühlen und die Funken würden auch nicht umfallen, weil es halt einfach unter Wasser ist. Wieso ist das hier beleuchtet, wenn es nur ein verfickter Ausgang ist? Das ergibt null Sinn. Verschaffe dir Zugang zum Labor. Müssen wir darin leise sein? Ich glaube, ich habe nämlich als Michael keine schallgedämpfte Waffe. Ah, doch, eine AK habe ich mit Schalldämpfer, top. Die Sturmgewehr hier heißt natürlich. Ah, I feel like I'm giving a colonoscopy to the Statue of Happiness. Nice change from beating up Trevor Phillips' ass all day.
You feel that? Water's getting warmer. You wet your pants, Davey? This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact that that ain't true. top. Warum machen wir diese ganzen Ventilatoren nicht? Oh Gott. Kein Problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught, remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Doubly dumb. Nice. Ja, es macht uns echt noch dümmer. Also sowieso schon. Die Mission erinnert mich ein bisschen an Online heißt. Ich glaube, die war auch ähnlich, einer. Ich glaube, wir müssen in den anderen Tunnel rein, Jungs. Oh nein, das ist der gleiche, oder? Danke, dass du auch irgendwann nach unten schwimmst. Natürlich ist es der gleiche. Gott. Ah, Dios mio, por favor. Final turbine, nearly there. Top. Komplett unauffällig. There's the surface. We're inside the building. Top. Lass es jetzt ein Kühlturm sein. Ein Kühlturm für was? Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ein Schwimmturm ist. Ein Kühlturm. Allerdings ist es nicht so richtig realistisch. Weil dann würden nicht einfach nur so komische Röhrchen hier reingehen. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey, hey, hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Ihr habt übrigens keine Filter auf euren Masken. Bank robber, set your phaser to stun. Dave, you're on point. I'm leading from the rear. Against the wall, quick. Oh, we gotta go. We gotta go. Das sind please, now, drop it. Yo, who are you? Michael, why is this guy not having a seizure? Come on! Okay, now hit the elevator. Zum Aufzug. Okay, wir dürfen hier niemanden erschießen. Das ist doch schon mal gut. Safe kommt da jemand raus, oder? So what exactly does a neurotoxin look like? Elevator's coming down. Someone's on board. Out, out, out! Get the pass! Hol die Zugangskarte. Er bleibt einfach hier drin liegen. How you feeling about this? I feel pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Eyes right. Stay on top of this. Clear. Let's go. Two lab geeks. Gotta deal with them. Jetzt die Laborhelfer außer Gefecht. Ich weiß übrigens, dass sie nicht übrigens lange gestanden. Let's go. Corridor goes around to the left. Behind the wall. Security detail about to make a pass. Team incoming. Make a call. They've gone. We've got some time. Okay, sie haben sie erschossen. Ich dachte, wir dürfen ihn nicht erschießen hier drin. Gut, schauen wir doch. Top. Gut, dass hier auch nirgendwo Kameras sind, die uns sehen würden. Card. Swipe us in. There's a lab rat in with the toxin. Let's do this. You. Door. Now. What? I don't know what you think you're doing. The locking mechanism is triggered from the inside. What's that? I'm on it. You. Hands up. Back up. Back up! And freeze! We get collateral! You might be safe, but Big Brain here isn't. Open! The special agents have the door. Go in there and secure our nerve agent. Haben wir. Da kam ein bisschen die Schnauze gehalten, tut mir leid. Eine Flasche. Make me the most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh man. Thank you, federal government. Top. Hoffentlich haben wir ein schussfeste. The toxin is volatile. We need to get it into a refrigeration unit. Security alert. Security alert. Facility
Oh Gott. Machen wir. Oh Gott, ist die Waffe lang, Alter. Schwöre. Hacker nennt man das übrigens. Ich habe beschossen, bevor ich ihn überhaupt sehen konnte. Ich erschieße die Affen übrigens nicht. Arme Affis. Mach die Tür bitte auf. Maul halten, wir raufen weiter. Natürlich ist hier auf einmal eine Kühleinheit mitten. Du bist sicher, du hast eine Maske auf. Wieso steht hier so ein Teil? Das sind keine Kilometer, Junge. Top. Wir haben ein Ding an zum Kran. Uhu. Wo kommt auf einmal der Rauch her? Okay, top. Warte, ich muss ganz vorsichtig. Bring her down! Easy does it! We missed the window! Agency response team's already in the building! It's never too late! We're going! Let's go! It's too risky, Bandito! That bird goes down and takes half the West Coast with it! You know what? If you're done puking up excuses, how about we come up with a solution? Okay, okay! Alright, you go, I'll stay in cover! Fuck it, fine by me! And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them! Come on! Let's go! Special agent, I got this covered. Detain this man. Fuck you, I should detain you. I just took a bullet from my country. Go, go, go! Pull us up! Flieg zum Flugplatz. Also, nur um das mal kurz zusammenzufassen. Er hat sich eine Sekunde, bevor die Leute um die Ecke kommen, ins Bein geschossen. Das haben die gehört. Where's Agent Haynes? Don't tell me we suffered casualties. Only self-inflicted ones. Fucking guy shot himself so he could pass as a double agent. Maybe they'll debrief him with a 12-inch aluminum flashlight. Haynes took the easy way out. We're the ones hoping we'll outrun the agency response team. I think Franklin's the one taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the nerve agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made up wars with made up enemies. Matters of the heart. Is he fucking with me? Probably not. Gott, ich krieg die da niemals drauf, Alter. Oh Gott, wir sollen ihn gar nicht dahin stellen. Wir sollen ihn dahin stellen? Achso, ne, wir sollen ihn da hinstellen, okay.
Das andere war nur, ja, genau so habe ich den da hingestellt übrigens. Das ist Franklin, cool. Nur mal so nebenbei, der Typ hat sich selbst ins Bein geschossen mit seiner eigenen Knarre. Das können die nachweisen. Die haben nämlich, also man kann ja nachweisen, aus welcher Waffe eine Kugel verschossen wurde. Hey Frank, it's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, also den finde ich gar nicht mal so schlimm, aber Dave Norton finde ich schon echt scheiße. Oder war das Steve? Ach, keine Ahnung. Fucking A. Yes. What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yo, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's going to be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Und damit hoffe ich, wir müssen nicht nur irgendwo hinfahren, sondern können das Ganze beenden. Können wir nicht? Trevor. Oh, Trevor muss seine Frau abgeben. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. Das sehen wir aber im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.